Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um den Film Talk to Me, ein Phänomen. Ja, es schaut so aus, als wenn aktuell im Kino wieder einmal einer dieser Filme zu sehen wäre, über den es sich zu reden lohnt in einem ganz bestimmten Genre. Ihr wisst natürlich, ja, so jedes Jahr warten wir so auf diese kleinen, aber ganz, ganz feinen Horrorperlen, die uns so irgendwann einmal überraschen, wo es dann große Word-to-Mouth-Propaganda gibt und wo man dann sagt, ey, den musst du aber sehen, weil er ist cool. Der macht was Neues und heuer scheint so zu sein, als wie es der wäre. Talk to Me. Der ist jetzt in den letzten Wochen, Tagen ein bisschen durch die Decke gegangen, weil sehr, sehr viele über den Film berichten und sagen, cool. Dementsprechend habe ich natürlich nicht anders können und habe mich für euch auch ins Kino begeben, um mir den Film anzusehen, um euch jetzt quasi zu sagen, zahlt sich das eigentlich aus, dass man über den Film überhaupt spricht? Sollte man den sehen und ist der Hype so ein bisschen gerechtfertigt irgendwo? Worum geht's denn erstmal? Also es geht in diesem Film um eine Gruppe von Jugendlichen, beziehungsweise im weitesten Sinne eigentlich nur, weil im Fokus steht eine Familie, eine erweiterte Familie, ja? Die wir da so kennenlernen, wo in der Vergangenheit ein bisschen was passiert ist. Im Fokus steht die Mia, dessen Mutter vor kurzem gestorben ist, Selbstmord begangen hat und sie beschäftigt das total. Ja, sie hat dementsprechend auch zum Vater nicht mehr so ein gutes Verhältnis, weil sie glaubt, dass da irgendwas dahinter steht, dass der Papa ihr nicht so sagt. Ja, das scheint ihr alles nicht so wirklich stimmig zu sein. Und gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jade und deren Bruder Riley, deren jüngeren Bruder Riley, sie ist so quasi ein erweitertes Familienmitglied jetzt geworden durch diese ganze Sache. Ja, also sie gehört fast schon so ein bisschen, gell, sie ist mehr wie eine Freundin. Und die zwei kennen Leute und die kennen generell recht viele Leute und da werden sie zu einer Party eingeladen oder gehen auf eine Party und auf dieser Party passieren Dinge. Ja, auf dieser Party gibt es da jemanden, der hat so ein Objekt mit, so ein ganz komisches Objekt. Eine einbalsamierte Hand, wo er uns dann erklärt, das war mal die Hand eines Wahrsagers, der die Fähigkeit hatte, mit dem Totenreich zu kommunizieren. Darauf hat man den da gemacht und hat dann die Hand einbalsamiert und jetzt ist das Ganze so, man stellt diese Hand auf einen Tisch, zündet eine Kerze an, mit Hilfe dieser Aktion öffnet man quasi das Tor zur Zwischenwelt und dann muss man sich hinsetzen, muss die Hand in die einbalsamierte Hand legen, also quasi der Hand die Hand geben und dann sagen laut und deutlich, talk to me und dann öffnet sich ein, gell, dann kommt da jemand und dann hat man die Möglichkeit, durch ein weiteres Kommando mit dieser Person zu kommunizieren, beziehungsweise diese Person in seinen Körper einzulassen. Sagen wir es mal so. Ja? So. Und das ist ein super Party-Gag, ja, weil da wird dann mit Smartphone mitgefilmt, weil da passieren die abenteuerlichsten Dinge. Ja, das ist alles ganz cool. Das ist so wie ein kurzfristiger Rausch. So zumindest wird das verstanden. Und dann entscheidet man sich auch seitens der Mia, man könnte das auch mal probieren, weil es klingt ganz lustig. Und das hat Auswirkungen. Und mehr möchte ich zum Inhalt nicht sagen, denn alles andere wäre Spoiler. Und ich glaube, es ist besser, wenn man das nicht weiß. Das habe ich mir ein paar Mal gedacht während dem Film. Habe wenig Reviews gelesen oder angeschaut mir vorher, weil ich weiß nicht, macht man das, dass man nun weiter spricht? Ich finde nicht. Ich finde, das sollte man nicht machen. Der Trailer verschleiert das nämlich auch so ein bisschen, worum es da wirklich geht. Und das finde ich clever. So, also, talk to me. War gestern am Abend im Kino in einer relativ gut gefüllten Veranstaltung, gell? Und bevor man über den Film qualitativ spricht und den irgendwo einordnet, glaube ich, gehört es ganz, ganz dringend dazu, dass man weiß, wie der entstanden ist und vor allem, wer den Film gemacht hat. Denn die zwei Regisseure, die da dahinter stehen, sind zwei YouTuber. Ja, die haben einen YouTube-Kanal namens Rucka Rucka, der bis dato aufgefallen ist durch eher relativ abgedrehte Clips. Ja? Zwar wertig, aber irgendwo relativ weird. Ja? Und die haben jetzt einen Film hergestellt. Gerade wenn man da den Background ein bisschen weiß, wird der Film immer beeindruckender. Das muss man wirklich sagen, der ist ein bisschen gewachsen. Die beiden Regisseure haben nämlich in ihrem Debütfilm etwas bewiesen. Sie haben Gefühl für Suspense, Gefühl für Timing und Gefühl für Erzählstruktur. Weitestgehend verzichten die zwei nämlich
auf die ganz, ganz einfachen Wege Schockmomente zu kreieren. Wir wissen schon, gell, der einfachste Weg in einem Horrorfilm, die Leute einmal richtig zu erschrecken, ist Buh zu machen. Großes Jumpscare-Fest, das wissen wir, das werden wir in Kürze auch wieder mal mit einer gewissen Nonne erleben. Dementsprechend, das ist so, das ist der simpelste Weg, wie man das machen kann. Viel schwieriger ist es, wenn du mit Atmosphäre spielst, wenn du die zu sehr in ein Setting hinein manövrierst und denen dann mitgibst, so und jetzt gehst du mit uns auf eine Reise. Und diese Reise führt dich in eine Welt, die du so nicht kennst aus deiner Realität, die du natürlich auch irgendwie glauben musst, da muss man schon ein bisschen was mitbringen, aber die dann dafür vielleicht mit ein bisschen anderen Qualitäten aufwarten kann, nämlich tatsächlich mit dem Creepy-Effekt. Dass man sich da wirklich ein bisschen anfängt, so zu denken, huiuiui, das ist mir aber nicht mehr so wirklich ganz wurscht. Und das ist ihnen gelungen. Das ist ihnen wirklich gelungen. Die haben da mit Atmosphäre gearbeitet, die haben mit Zeit gearbeitet und die haben gearbeitet mit einer ganz, ganz interessanten Charakterdynamik, die man sofort auf den Zuseher umlegt. Dabei bleibt man da tatsächlich angenehm reduziert. Die Örtlichkeit wechselt da kaum. Die Erzählung spielt innerhalb weniger Tage mit einem sehr überschaubaren Kreis an beteiligten Menschen. Das hilft natürlich auch total. Dadurch stellt sich ein dichtes Gefühl ein, man verliert ganz, ganz selten die Übersicht. Und ich finde es ganz, ganz stark, wie man auch versucht hat, innerhalb des Drehbuchs wirklich komplexe Themen mit hineinzuverweben. Das ist jetzt im neuen Horrorkino immer öfter der Fall, dass man auch versucht, alltägliche Themen ins Horror-Setting mit hineinzuholen. Auch das macht dieser Film. In dem Film geht es im Grunde eigentlich um Trauerbewältigung und emotionale Tiefschläge und die Bedeutung von Familie, wenn man so haben möchte. Das ist sehr persönlich. Man geht aber die Entwicklung der Figuren sehr, sehr gern mit, weil die tatsächlich nachvollziehbar auftreten, weitestgehend und auch vielschichtig genug geschrieben sind. Die sind alle recht, recht interessant und das hilft dabei. Aus technischer Sicht ganz, ganz dringend zu sagen, Sounddesign und Kameraarbeit, das ist absolut beeindruckend und über alle Zweifel erhaben. Noch einmal, Debütwerk, zwei YouTuber. Immer vor Augen führen. Das Make-up ist on point, nie drüber, was ganz, ganz schwer ist. Du möchtest ja gewisse Dinge erzählen und zeigen. Und ich habe das nämlich gesehen oder gelesen in einer Review, die damit ein Problem hatte. Und ich muss sagen, ich sehe es fundamental anders, bin noch komplett auf der anderen Seite. Ich finde es großartig, dass der Film sehr, sehr viel da oben ablaufen lässt bei mir. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber gerade die Geschichte mit Hand geben und eröffnet sich das dort zur Zwischenwelt und dann sieht man halt, So, das löst der Film manchmal relativ clever, indem man einfach nur dem, der quasi die Hand gegeben hat, dann in Großaufnahme sieht, wie der auf das reagiert, was sich davor ihm abspielt. Vieles bleibt da in der Fantasie des Zusehers behaftet und jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, aber gerade das hätte ich gern gesehen, weil es ist ja interessant. Das verstehe ich. Aber gerade das möchte ich dem Film sehr positiv ankreiden, dass er das nicht nötig hat. Er weiß, was er erzählt und dementsprechend spielt er es auch ordentlich aus. Habe ich sehr, sehr schön gefunden. Genau deswegen, wenn man dann tatsächlich mal einen so einen typischen Schockmoment präsentiert bekommt, dann ist es wirkungsvoll, weil das eben nicht inflationär ausgespielt wird. An dieser Stelle, bevor ich zum negativen Punkten komme, an dieser Stelle ganz, ganz eine große Warnung. Meine Lieben, Talk to Me ist ein relativ harter Film. Gell? Es ist jetzt beileibe kein Splatterfest, um Gottes Willen, schaut aufs Rating. Gell? Das passt schon so. Allerdings ist das für Zartbeseitete tatsächlich dann nichts. Da gibt es wirklich zwei, drei echt fiese Szenen da drin. Die ein bisschen aus dem Nix kommen, in der Drastigkeit, in der das passiert. Gell? Also, das war wirklich auch im Kinosaal zu hören, bei diesen zwei Szenen, richtig, ja. Also, für die ganz, ganz schwachen Mägen da draußen, wenn ihr einfach nur atmosphärischen Horror wollt, ja, der geht schon drauf. Gell? Der geht schon drauf. Das ist nicht so, Bissi nur, sondern doch, das passt schon. So, talk to me. Er findet meiner Meinung nach das Rad des Erzählens nicht neu. Jetzt könnt ihr wieder sagen, muss er das? Nein, muss er nicht. So, ich möchte es nur gesagt haben. Der Film erzählt nichts Neues, vielmehr versucht er, Bewährtes einfach und nachvollziehbar darzustellen. Das ist nicht negativ gemeint, das möchte ich gleich dazu sagen. Das ist absolut nicht beabsichtigt, das negativ zu sehen. Ja?
Die Sache ist nur, warum ich es sage, weil man am Ende versucht, dann tatsächlich etwas zu machen, was man normalerweise so nicht macht. Erzählerisch, von der Story her. Da geht man dann teilweise am Ende ein bisschen einen kreativen Weg und versucht dann ein bisschen mutig zu sein. Ja? Und das Problem ist tatsächlich, dass genau dann die losen Enden auftauchen. Ja? Die hätte man sich ein bisschen sparen können. Jetzt stehe ich natürlich nicht hier und sage, bitte erzählt nur das, was ihr kennt und versucht es nicht. Nicht falsch verstehen, sage ich nicht. Die Sache ist nur, mir ist aufgefallen, dass da am Ende tatsächlich etwas aufgemacht wird, wo immer ich das angeschaut habe, dann gedacht habe, warte mal. Ich weiß nicht, inwiefern mir das jetzt so gefällt. Ja, da müsst ihr drüber nachdenken. Und ich glaube, für so ein Ende ist das dann kein gutes Zeichen. Dann mach's anders. Außerdem, und das muss ich wirklich sagen, einige Figurenentwicklung gar sprunghaft. Ja, ich spreche da vor allem von der Rolle der Mama. Das ist sehr plot convenient, was du da am Ende machst. Und in der Art und Weise merkt man, und der Film ist nicht lange, das merkt man dann am Ende ein bisschen. Also wenn man dann einfach gegen gewissen Beziehungen und gewissen Figurenbeziehungen untereinander, dann merkt, dir hätten 5 Minuten vielleicht noch ein bisschen gut getan, der Geschichte. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Gell? Also da gibt es ein paar so Fälle, wo ich mir das ein bisschen gedacht habe. Aber kurzum, und das möchte ich wirklich sagen, das ist schon richtig, dass es da ein bisschen einen Hype gibt um den Film. Gell? Weil das gehört definitiv, zumindest mal heuer, zum Besten, was das Horrorkino so mit hat. Vor nicht so langer Zeit hat es mal ein anderer Film probiert namens Smile, der bei mir nicht so gut funktioniert hat. Der hat bei mir funktioniert. Das war mein Smile. Dementsprechend bin ich auch mit einem großen Smile aus dem Kino gegangen, trotz des Themas, und möchte diesen Film auf meiner 10-pünktigen Skala wirklich, wirklich starke und empfehlenswerte 8 von 10 möglichen Punkten dalassen. Wenn ihr das Glück habt und den Film in einer Vorstellung in der Nähe von euch sehen könnt, dann bitte, bitte macht euch unbedingt am Weg ins Kino. Wartet nicht auf Streaming, denn der Film, da bin ich mir sicher, der wirkt daheim nur halb so viel. Ja, das muss man dann schon im Kino sehen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass dieser Film dieses Mal von TikTok verschont bleibt. Damit darf ich mir aber auch schon wieder ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.